Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gas Station Simulator. Ja, wir gucken jetzt mal rein. Es sollen ein paar Fixes gekommen sein. Vor allem, was die Stabilität verbessern soll. Holy shit. Der Controller, der geht jetzt richtig ab. Ich bin gespannt, ob es auch bei mir geklappt hat. Ich glaube, ich kann das immer noch nicht mit dem Controller, ne? War das nicht das Spiel, was nicht mit Controller ging? Ich glaube, ja. Wir testen das jetzt auch mal. An, das ist aus, ja, das ist an, Auflösung skalieren auf 100, machen wir mal auf episch. Kann ich nicht alles direkt, ging das nicht? Ja, sicher, guck mal, das geht doch. Kann ich das doch sofort so einstellen, übernehmen. Wir gucken uns das Ganze mal an, ob es funktioniert oder nicht. Ob es jetzt ein bisschen stabiler läuft. Ja, hat immer noch so ein paar kleine Zucken und irgendwie sieht es matschig aus, oder? Von der Textur her. Achievement, wie viel Achievement gibst du mir denn jetzt hier rein? Ich bin echt mal gespannt, wie das zum Beispiel bei der Kasse läuft, ob die immer noch so stockt. Hier ist in Ordnung, wenn das da mal so ein bisschen hängt, aber es hängt schon. Ja, das ist schon, vor allem ist noch nicht so viel los. Wenn ich jetzt Open machen würde, muss erst mal gucken, wie das alles nochmal funktioniert. Machen wir jetzt mal Open. Und gucken uns jetzt mal die Geschichte dann drin an. So, da kommt schon... Nee, doch nicht. Traut er sich nicht. Okay. Ja, ich bin echt mal gespannt gleich an der Kasse. Wie das dann aussieht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt hier noch an Ware habe. Aber es sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht aus, als hätte ich noch befüllt. Was ist das denn? Mach das mal weg hier. Geht ja gar nicht. Aber ich wollte mal einmal reingucken. Einmal schön schauen. Leider kam jetzt noch nicht das große Update mit der Waschanlage. Sondern halt jetzt nur das Performance-Update. Und ja, da wird wahrscheinlich dann an der Performance nochmal was gemacht. Wenn das Update Nummer 5 rauskommt. Was ist denn los? Ich habe doch geöffnet, oder? Ja, da kommt doch schon mal. Ach, guck mal, da steht auch schon mal einer. So, wie ging das nochmal? Kraftstoff, so. So. Power. Ja, das ging. Warte, lass mich durch. Hallo. Bitte. Schief mit Anlag. On the map. Der haut jetzt aber alles rein, ne? You're amazing. Oder machen wir das Ganze mal, weil so krass ist die Grafik ja jetzt auch nicht. Machen wir das Ganze doch mal einfach mal auf hoch. Einfach mal auf hoch und auf weit. Oder habe ich eine erweiterte Option noch? Benchmark-Einstellung zurücksetzen. Ne, erweiterte habe ich nicht. Okay, wir testen das damit mal. Vor allem, wenn wir jetzt Kunden drin haben. Was los? Ach so, du bist neu. Warte. Ich komme. Ich mach einmal voll hier. Oh, bitteschön. Ich wünsche dir was. So, geht mal alle rein. Shoppt mal schön. Ich will jetzt ausprobieren, wie das abläuft. The Dust Bowl. Hör mal, sag mal, das ist aber ein hübsches Auto. Neu? Ah, es leckt aber immer noch. Leute. Das ist mein PC einfach zu schwach dann. Komm. Einmal alle kommen, bitte. Rein da, genau. Stehen schon welche an der Kasse? Jawohl, zwei Stück. Nee, an der Werkstatt. Oh. Werkstatt. Werkstatt. Ich rufe mal den Hannes an. Der soll mal ganz schnell... Was ist mit ihm denn da los? Soll mal ganz schnell in die Werkstatt kommen. Angestellte.
Brechen. Aufgabenliste. Autos reparieren. Aber schnell. Zack, 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 zack. So, moin, grüß dich. Ich teste jetzt mal. Okay, Shift. Ja, nee. Hat immer noch. Ah, schade. Das ist echt schade. Es geht besser. Aber immer noch ein bisschen laggy. Schade. Wie viel Kraftstoff habe ich denn überhaupt noch? War jetzt gerade von dem Achievement abgelenkt ein bisschen. Mit den Wohnwagen. Training der Employees. Wie viel Wohnwagen habe ich denn? Mal gucken. Kann ich ja auch eigentlich am PC gucken, aber ich kann den Kollegen einstellen hier. Bediene die Kasse. So, Wohnwagen habe ich. Alle. Nein, 4. Expert in the field. Noch ein. Schön, sauber. So, jetzt können wir nochmal einstellen. Also, die werden ja mit der Zeit wohl besser. Machen wir das Ganze doch mal. So. Geh mal auf Angestellte nochmal. Hallo, was ist los hier? Die scheiß Achievements hier. So, das sind die neuen. Matthew und den guten Jan. Sprechen. Was ist los? Wieso kann ich mit dir nicht sprechen? Tip of the Iceberg. Ach, da ist es. Aha, Aufgabenliste. Pass mal auf. Tankstelle rein. Boah, es hagelte so viele Achievements einfach nur. Dich brauche ich nicht. Du bist überflüssig, mein Freund. The first tip habe ich auch bekommen. Jetzt kriege ich hier Achievements ohne Ende. So, mein Freund, wie läuft's bei dir? Was ist mit ihm? Wo ist er? No, no, no. Ja, sorry, warte mal, da kann ich doch nichts zu. Hier, der Kollege. Autos reparieren. Hey! Nee, komm mal zurück. Hallo. Oh Mann. Guck mal, der ist doch komplett kaputt, der Wagen. Die fährt auch weg. Ach nee, das ist die ihre Schwester. Ja, ja, die treffen sich. Na, ist aber immer noch. Leider immer noch Leggy. Quatsch. Geh, fahr wieder zurück. Einmal zurück, genau. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Na, schade. Was ist mit ihm? Wo ist er? Wo treibt er sich rum? Andrew. Andrew, mein Guter, wo bist du? Will er mich verarschen? Andrew. Genau. Würde ich auch aufstehen. Autos reparieren. Wie bezahlen? Ach, der hat noch was offen. Ja, bitteschön. So, bezahlen. Aufgabenliste. Autos reparieren. Jetzt aber zügig. Schneller, schneller. Nee, das ist ein anderer. Der Jan. Eine neue. $73. Wunderbar. Geil. Warum fährst du hier mit Blaulicht rum? Ah, ist aber immer noch, ne? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass sich da jetzt wirklich was gebessert hat. Bei mir zumindest jetzt, ne? Muss man immer sagen, bei mir. Weiß ich nicht. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Programme ja im Hintergrund. Am Laufen. Was war das denn für ein Move? Cool, aber unbrauchbar. Ja, ich dir auch. Vielen Dank. Tschüssikowski. Wünsche was. Immer noch Achievements. Oh mein Gott. Wer ist er denn eigentlich hier? Was ist mit dir denn? Was ist deine Mission? Du sollst sie sauber machen und nicht gegen den Kojoten hier rennen. Oh Mann, ist der doof. Oh Mann.
Ach ja, du natürlich, ja natürlich. Was machen sie denn jetzt? Jetzt lassen die auch hier Rechnungen oder Zettel und sowas liegen? Ich werd bescheuert. Ich werd echt bescheuert. Das ist schon wieder ein ganz schlechtes Update, ne? Wenn man sowas macht, was soll das denn? Wofür habe ich den Typen? Ey, ihr kommt einfach nicht zurecht mit so einem Kojoten, ne? Wie drehe ich den denn nochmal? So. So, pass auf. So, fertig. So. Schaffst du das? Kriegst du das hin? Ich hoffe es für dich. Nicht so aggressiv fegen, bitte. Mit Gefühl. Gefühl. Der macht das ziemlich aggro. Aber wie aggressiv der die Sachen aufhebt. Der hat gar keinen Bock da drauf. Guck dir das an. Überhaupt keinen Bock hat der. 123 Target, aber richtig cool, ne? So, konnte ich noch irgendetwas so freischalten? Decoration? Ich glaube aber nicht, ne? Decoration im Innenbereich sowieso nicht. Höchstens wenn im Außenbereich, aber das sind, glaube ich, die Sachen, die noch gar nicht freigeschaltet sind, oder? Übersehe ich jetzt hier gerade was? Nee. Doch, hier habe ich schon mal was. Die Nadel. Wo ich sehe nichts. Ach, hier, das hier. Ein übrig gebliebenes Kunstwerk eines unerschrockenen Designers. Dient als moderner Totenpfahl. Mit jedem weiteren Auto wird der Stapel noch majestätischer. Erreiche den Himmel durch die Wrackteile. Selbst die Maus hat schon keinen Bock. Ach du Scheiße, wie teuer ist das denn? Das wird ja richtig teuer, hör auf. Ja, reicht. Aber der letzte. Himmel nicht ganz erreicht. Aber viel Geld weg. Aha. Eine Werbetafel oder ein Plakat oder sowas. Boah, ist das ein Autokino? Ist das ein Autokino? Sag ich, ich habe jetzt. Ich sehe es auch nicht. Ein Plakat nur. Steht da. Ach ja, die Dinger gab es ja auch noch hier alles, ne? So, da haben wir schon mal eine Picknick-Erweiterungsset. Ah, ne, das erweitern wir jetzt. Das Picknick-Erweiterungsset kaufen wir jetzt, genau. Die Nummer 3. Ja, eine Palme, natürlich. Eine Palme muss da sein. Ja, klar auch. Komm. Schauen uns das alles mal an, ne? 1500 nur noch. Ist traurig. Aha. Kaufe ich. Kaufe ich auch. Andrew, machst du mal so eine 300er Reparatur oder so? Das wäre geil. Ey, klar, die Kutsche für 500, die muss sein. Wichtig. Ein Wasserfass. Da ist Wasser drin. Während diese früher der letzten Rettungsanker für die Verdursteten in der Wüste waren, gibt es jetzt ein perfekt funktionierendes Waschbecken im Inneren der Tankstelle. Es trägt aber zur Authentizität des Wagens bei. Alter Pilgerwagen. Ja, und Heu. Was hat das Heu gekostet? Shit, das habe ich jetzt nicht gesehen. Bisschen zu schnell gedrückt. Ich habe nur noch 400. Ach, guck mal, ein Campfire für 150. Ja, da ist dieser Basketballplatz. Ja, das ist total uninteressant. Das ist noch ein Automaten. So, was ist los? Habt ihr Einnahmen? Was ist mit Einnahmen? Andrew, wie geht's dir? Reifen, Spiegel, Kühlmittel. Hier, Kratzdingenzeugs da, Zündkerzen, Öl und Batterien. Du hast alles, was du brauchst. Hier, da, schnell. Der Cabrio. Der Cabrio, reiß dich zusammen. 400 will ich sehen. Mach. Andrew. Ja, genau. Mach mir jetzt schön die Taschen. Och, meine Güte. Aha. 42? 42. Ist nicht dein Ernst, ne? Ah, 6. Oh, Andrew.
Ja, sicher. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Und was macht hier? Hiroki? Hiroki, du musst, ne? Auch mal ein paar Sachen hier verkaufen. Decoration machen wir jetzt auch noch voll. Und dann ist leider alles wieder, ne? Das ist das Problem. Aber dann konnte man wenigstens noch mal reinschauen. Und wartet dann auf das nächste Update, wo auch die Waschanlage dann freigeschaltet wird. Oh, oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. $5 macht der Kollege hier nur. Und er hier? Der kriegt das ja gar nicht hin. Die sind ja noch mülliger unterwegs. Sonst habe ich das hier immer alleine gemacht. Jetzt habe ich hier einen dafür. Und trotzdem ist das sogar noch dreckiger, als wo ich das gemacht habe. Obwohl ich hier einen Typ... Ach, ich habe ganz die Tankstelle vergessen. Entschuldigung. Warte, 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 warte. Stehen bleiben. Das war's, genau. Das wolltest du haben. Das hast du gekriegt. Hallo. Ach, der haut schon wieder ab. Ach. Guck dir den Saustall hier an. Den Typen, den braucht ja kein Mensch, ne? Na gut, der ist jetzt Low-Level, ne? In Sachen sauber machen. Was macht der jetzt gerade überhaupt? Wer bist du denn? Du bist ja ganz neu, ne? Willen? Das ist er, ne? Das ist er. Was machst du denn hier? Was fährst du denn für einen Wagen? Natürlich, das Cabrio, ne? Natürlich. Nee, doch nicht. Ja, doch. Ah? Ist aber nicht deins, ne? Ah, Privatwagen, ne? Privatwagen. Okay, ich wünsche dir was. Ah, ich wünsche dir was. Hoffentlich hat er gut Geld da gelassen. Naja, haben wir ihn auch mal gesehen. Der wollte mal vorbeischauen, gucken, wie es bei uns läuft hier. Ich habe schon ein Angebot gekriegt für die Tankstelle von ihm. Habe ich jetzt gesagt, nee, lass mal stecken. Hast du den repariert, Andrew? Guck mal, der ist ja ganz auch neuer. Nee, doch nicht. Sei freundlich. Du kriegst das hin. Ich glaube an dich. Du bist mein bester Mann. Denk daran. Hm? Reiß dich zusammen. Du schaffst das. 400 will ich sehen. Jawohl. Gut gemacht. Habe ich das überhaupt gekriegt? Hatte ich jetzt gerade irgendwie 1200 oder sowas? Wo geht er denn hin? Er ist fertig oder was? Nee, der schmeißt das bestimmt weg. So, Dekoration Außenbereich. Hm, wir haben noch den Mast. Oder das Totem. Dann bin ich damit auch fertig. Basketballfeld. Und? Was ist hier? Achso, muss ich einen weitergehen? Und dann nochmal 1200 für den Automaten. Dann hätte ich die ganzen Dekorationen auch fertig. Warten wir nochmal ein bisschen. Tanken nochmal ein bisschen. Und dann ist das... Ja, meine Güte, ich wollte freundlich sein. Ich weiß doch, was die haben wollen. Nein. Kennst mich doch. Das stimmt. Pretty much what I asked for. 300.200 brauche ich. Ja, Werkstatt macht man echt das meiste mit, ne? Wer ist Alan? Ach so. Ist der Kunde. Andrew, wenn du den abziehst, ne? Der gibt dir einen Klaps, ne? Auf den Hinterkopf und du bist weg. Ich sag's dir. Moin. Alles gut? Kollege macht das. Oh, schön, da ist schon wieder einer. Ich freue mich. Steigt aber vorsichtig ein. Finde ich gut. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was es gegeben hat. Da muss ich jetzt aufpassen. 300, wunderbar. So, nur noch ein bisschen.
Dann kann ich mir auch den Automaten holen. Können wir uns doch mal das Basketballfeld einmal anschauen. In der Zeit, bis ich die 1200 zusammen habe. Guck mal, hier haben wir dann jetzt das Außen-Picknick-Ding. Was aktuell noch nicht benutzt wird. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Oder ob die das dann auch irgendwann mal benutzen. Vor allem, warum hast du nicht die Möglichkeit, irgendwie das, was Schönes hier hinzuzaubern, was Sauberes? Überall liegt hier Dreck und sowas rum. Wer will das denn? Gucken wir mal hier, was wir hier für ein Apparillo haben. Ach nee, da muss ich ja treffen, ne? Oh, fast. Okay, da kommt der neue. Holy shit, gib mir einen neuen Ball. Das war eine Verarsche hier. Oh, das war viel zu weit. Nochmal. Hoch. Nochmal ein. Das war zu low. Das war doch zu weit. Wollen mich doch verarschen hier, oder? Ja, was ist das denn? Ja, Bälle funktionieren auf jeden Fall super, muss ich sagen. Auch gar nicht laut und nervig. Ey, sag mal. Okay, war schön hier am Basketballfeld. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu kaufen. Wunderbar. Toll. Tolles Ding. Tolles Ding. Kann ich nur empfehlen. Kauft euch das. Wunderbar. Ganz tolle Geschichte. Die Haare, die stimmen immer noch nicht irgendwie. So, du kriegst nochmal hier die Rüste reingehalten. Zack. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Du auch. Was ist denn hier los? Ist er nicht mehr da? Der ist nicht mehr da. Oh, nee. Hier, den neuen. Bediene die Kasse. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Das ist ein richtig guter, der jetzt kommt. Ja? Was hast du denn da an? Shit, ey. Das sieht auch nicht gesund aus. So, Dekoration, Außenbereich. So, das war's, ne? Das war's. Das war nochmal die Strecke. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade die Ansicht hatte, aber ist ja auch nicht so schlimm. Einrichtung können wir nochmal gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Nein. Parkplätze habe ich alle. Toilette ist auch alles am Start. Weiter. Disgusting. Hier auch. Und Bushaltestelle auch. Das heißt, hier ist alles. Schmeiß mich doch nicht komplett raus. So, Innenbereich, Außenbereich habe ich auch fertig. Müllabfuhr, Autoteile, die Punkte. Yeah. Darlehen, Decoration, Werkzeuge, auch alles. Auch keine neue Nachricht gekriegt. Ja, schade, ne? Innenbereich Dekoration ist auch immer noch das gleiche, ne? Nichts, obwohl die sind die nicht neu? Die stilvollen, die kenne ich glaube ich noch nicht. Ja, die Bilder, die sind sowieso. Ach, guck mal hier, die ist auch neu. Die ist direkt gekauft. Die ist sofort gekauft, du, ich sag's dir. Hier, der Fisch, der ist auch neu. Der ist gekauft. Der Uhu. Den habe ich. Oh, ein Schild. Ein Bierschild. Mach doch nicht so teuer hier. Meiner. Oh, ganz schlimm. Ich habe nur noch 159 Dollar. Drug Dealer Simulator. Ja, das ist ja richtig nice. Ist das für ein gleich machen? Kann sein, ne? Kann jetzt sein. Gekauft. Auf jeden Fall. Was haben wir stehen denn neu? Eine Rakete. Eine Palme. Valentines Verstärker. Den hatten wir ja schon im Lager mal. Das Mini-UFO da. Das heißt Mini, das wird bestimmt ziemlich groß sein sogar.
Okay, wunderbar. Hier haben wir den Bären. Das Schlagzeug, ja, wunderbar. Das ist aber nichts Neues, oder? Ja, die sind neu, die Poster. Das Christmas-Geweih. Öllampe. Na gut, dass man doch nochmal reingeguckt hat. Du bist mal ruhig da. Das Wunder, das riecht hier super. Riecht nach Kojote. Wie war das denn nochmal mit dem Aufhängen? Rucksack, glaube ich. Ne, jo. Rucksack, Produkte? Nee, Autoteile auch nicht. Regale auch nicht. Decoration. I swear, if there's bugs... Für die Wand? Hä, für was denn? Hä? Smell is horrible. Hä, das raff ich jetzt gerade nicht. Für was soll das denn da... Aha, das ist auch wieder hier, nur da, wo die Poster dann hinkommen. Da könnte ich nur hier hinpacken. Weiß nicht, warum man das nicht macht, dass man die dahin klatschen kann, wo man will. Ich finde es hier ganz gut, muss ich sagen. Also da finde ich es top. Lassen wir es mal. Ach du. Leute, nee, ne? Ein Fisch. Kann gar nicht mehr treffen. Den Frechen an. Ist direkt ein. Aber das ist doch Mist. Da übertreiben die doch jetzt wirklich, oder? Da ist einfach ein Lebendiger auch noch, ne? Da auch nochmal, natürlich. Ja, ich weiß nicht, was die hier machen. Ich weiß auch nicht, wo die Fische herholen in der Wüste. Keine Ahnung. Vor allem Lebendige. Ich weiß es nicht. Irgendwo ein Teich hier um die Ecke oder so. Keine Ahnung. Ist ja unglaublich. Auf mit durch den Laden hier zu rennen jetzt. Quatsch. Drin. Dann kannst du dir immer jetzt einen Sack nehmen und diese kleinen Pizzeldinger aufheben. Das ist ja wunderbar. Das wird dann richtig stressig. Wenn dann noch die Waschanlage kommt, dann wird das echt richtig lustig werden. Wer weiß, was dann noch kommt. Wenn du dann noch so irgendwie so richtig schönes Update hast. Ach Mann, ich dachte, der schmeißt den weg, aber nein, macht er ja nicht. Der holt den ja dann nur raus. Aber ist halt immer noch ruckelig. Leider. Geh aus dem Weg. Kommst gar nicht mehr hinterher. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, ich wollte hier. Und dann wollte ich. Och, hier komm, ihn hier. Den George will ich haben. Ich auch, rein. Geht nicht, wa? Ich habe keinen Wohnwagen mehr. Ich dachte, jetzt kriege ich dafür auch irgendwie was, aber nein. Eiskalt nicht. So, können wir uns da auch nochmal anschauen. Und dann müssen wir halt warten auf das nächste, bis die Waschstraße offen ist. Und ich hoffe nochmal einen schönen Performance-Update. Läuft ein bisschen flüssiger, aber ja, es ist immer noch Leggy Maggy. Und die könnten auch ruhig andere Outfits irgendwie. Die sehen ja alle gleich aus. Ah, du bist neu, ne? Dann geh du mal und reinige die Tankstelle. Und du hier. Ja. Leg mal eine Pause ein. Hiroki, gut gemacht. Andrew? Super. Gut, das war's, ne? Wir haben alles. Wir haben jetzt alles. Wir können uns doch mal den neuen
Dingsbums hier angucken, den, ich weiß gar nicht, welchen davon. Den hier oder den? Boah, das ist so laut hier. Das ist neu. Ich wollte nur gucken, springen kann ich. Das ist so laut. Den ganzen Tunnel hier gebaut. Huch. Ganzen. Was war das denn? Ganzen Tunnel hier. Ganze Mine. Oh, ich dachte, ich könnte da lang, aber. Ich verfranse ich mich nachher hier in der Mine. Och, meine Güte. 5 von 18 Checkpoints. Ja, du kannst manchmal da nicht steuern, wenn er so kleine Lecks hat. Ah, schon wieder. Das war Dummheit. Ganz klar. Oh Mann. Das war geplant. Das wollte ich so. Keine Ahnung, wo ich lang war hier. Du schaffst das, kleiner Wagen. Du schaffst das. Wie viel habe ich denn? Wo sehe ich das mal? Da oben. 11 von 18. Guck mal, hier kannst du runterfallen. Jetzt keine Lust, darunter zu fallen. Boah, wie fies haben sie das denn hier gemacht? Und mein Glück, falle ich wirklich da jetzt im letzten Moment nochmal runter und muss das alles nochmal machen. Guck dir an, ich fahre jetzt hier so langsam, ist mir egal. Ich bringe das im Fall. Da bin ich Profi drin, sowas. Ja, 14. Und wir wollen uns ja auch ein bisschen die Minen angucken. Es geht hier nicht auf Geschwindigkeit, ne? Ui! Eine ganz neue Strecke hier. Ach, das war schon. Mining-Schaft bekommen. Siehst du, wunderbar. Haben wir das auch abgeschlossen? Achievement unlocked. Oh, da haben sie mir einfach da was hingebastelt, ne? Zack. Rennen kann ich nur nicht. Rennen funktioniert nicht. So, ich werde jetzt die Tankstelle wieder schließen. Alles säubern etc. Auffüllen und so weiter und vorbereiten dann für das nächste Mal. Wenn wir dann wieder reingehen und mal die Waschanlage anschmeißen. Das wäre nämlich wunderbar. Wow, was hat er denn für einen Speed-Mode gehabt? Was ist mit deinem Auto los? Da will ich mal mit in die Werkstatt gehen. Oh Mann. Aber alle, ne? Alle sind so schaukelig unterwegs. Schön. Ja, schön, 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 schön. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Wir haben uns jetzt mal das Update angeguckt. Ja. Ein Performance-Update. Bildschirmladezeit verringert. Ein bisschen irgendwie noch mit den Farben haben sie gemacht. Was hatte sie für Probleme? Und ganz, ganz weirde Polizisten haben sie eingebaut. Was machst du? Was ist mit dir? Soll ich dir helfen? Ah, da ist er wieder. Oh Mann, geil. Nee, aber ist super, ne? Also wirklich, muss man sagen, ist super gelaufen. Ne? Update hat auf jeden Fall. Ja, passt. Was machst du denn da? Was ist deine Mission? Wo ist dein Auto?
Ist das ohne dich gefahren? Ja, Hauptsache, der bleibt nicht für immer und ewig jetzt hier. Das wäre nicht so schön. Okay, ich würde sagen, das war's. Wir gehen hier hoch. Haben wir nochmal den Überblick? Ah, wunderbar. So haben wir einen schönen Überblick. Warum kommt jetzt noch einer drauf? Ich habe die Tankstelle geschlossen. Achso, einfach Umweg fahren einmal, ne? Und irgendwie mit den Autos, die sollten sie auch irgendwie gefixt haben, aber die sind irgendwie, als wenn sie jedes Mal die Karre abwürgen. Also da müssen die auf jeden Fall nochmal ran. Schade, aber vielleicht, wie gesagt, mit dem nächsten Update läuft es dann besser. Keine Ahnung, wo er jetzt hinrennt und wo er herkommt. Ach, guck mal, wir können uns noch einmal ganz kurz den Planwagen angucken und die Säule, die Statue. Ist ein bisschen länger die Folge, aber ist ja auch nicht so tragisch. Haben die was drin? Nee. Ach, das kann ich aufheben, aber das will ich nicht aufheben, weil dann ist es für immer und ewig weg. Da unten eine wunderbare Säule, ne? Klasse Säule. Hier haben wir noch einen Tipi. Ach, das haben wir auch gebaut. Das ist das Lagerfeuer, genau. Gehe zurück, andernfalls wirst du. Wirst du zur Tankstelle zurückgebracht? Warum das denn? Seit wann passiert das denn? Warum? Sonst konnte ich doch immer arschweit gehen. Oder haben die das jetzt eingeschränkt auf einen bestimmten Bereich? Gehen wir mal... Wo das UFO gelegen hat, so ungefähr hin. Das war, glaube ich, hier, ne? Das war sogar hier. Da kann ich noch hin, okay. Riesen Sandhügel jetzt hier. Also ich kann hier überall hin, aber sobald ich das Tipi berühre, werde ich zurück teleportiert. Okay, wunderbar. Weiß ich Bescheid. Ist ein Ort, wo ich nicht hingehen sollte. Ganz merkwürdig. Oder ist das wegen den Schlangen hier? Hier können wir einmal gucken. Schönes Tipi. Schönes Zeltlager. Ah, die bremsen permanent ab. Na, läuft leider noch nicht so. Okay, gut. Wunderbar. Das war's mit der Folge. Und wir sehen uns, wenn das nächste Update draußen ist. Vielleicht noch nicht sofort. Ich muss mal gucken, wie es dann am besten ist. Vielleicht warte ich auch noch ein bisschen bis zum nächsten Update. Das weiß ich noch nicht. Damit es ein bisschen besser läuft. Und dann bin ich mal gespannt, wie stressig es dann hier wirklich wird, ne? Mit einer neuen Anlage. Plus jetzt, dass die Idioten jetzt hier alles fallen lassen. Und guck mal, der hat super sauber gemacht. Muss man ihm lassen. Dafür kriegt er gleich einen Keks, das sage ich dir. Die Regale fülle ich dann auf, dass wir das nächste Mal dann hoffentlich... Oder ich vergesse, das kann auch passieren. Aber dass wir dann beim nächsten Mal direkt loslegen können. Tankstelle ist wenigstens schon mal sauber. Dann ist alles gut. Und ja, dann verabschiede ich mich. Und sage, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.